Siemens wird da Zugsignaltechnik liefern und damit diesen Bau des gerade weltweit größten Kohleminenprojektes ermöglichen. Das können wir nicht akzeptieren. Aber natürlich fordern wir, dass Siemens sich nicht an diesem Bau der Kohlemine beteiligt, dass sich Siemens daran nicht beteiligt, das nicht ermöglicht. Dass halt eben nicht im Bau von Kohleminen investiert wird, sondern eben massiv in den Bau von Windanlagen investiert wird, in den Ausbau von den erneuerbaren Energien. Das muss passieren, damit wir eben auch unsere Ziele in Deutschland erreichen, unsere Klimaziele sowie unsere globalen Klimaziele. Cantar.